So, hier ein kleines Video zu dem Bau von einem Grönlandpaddel. Das im Vergleich zu dem normalen Grönlandpaddel, jetzt in dem Fall teilweise das ein normales. Meine Tochter jetzt relativ klein und stehen aus Dachlatten hergestellt. Zwei, die die Mitte verlaufen, dann noch zwei außen aufgeleimt. Hier sieht man das besser. Hier ist ein Mittelteil aus dem Bauhaus, ganz normale Latte, sehr astfrei in dem Fall, mit von außen zwei aufgeleimten Stück Nussbaumholz für die Optik. Und das habe ich in der Mitte dann durchgesägt, um dann diese Messinghülsen hier drauf zu machen. Gibt es im Internet zu kaufen, eigentlich ein bisschen länger. Hier soll das so miteinander verschoben werden. Und mir geht es jetzt darum zu zeigen, wie man hier manuell ohne großen Maschinenaufwand das so rund hinbekommt, dass das genau drauf passt. Und dann mit dem Körner noch ein paar kleine Markierungen reingeschlagen, damit es nachher auch hält. Und dazu habe ich erst das grob gehobelt von der Seite. So ein Hobel wie diesem hier. Und danach die Ecken weiter abgerundet mit einer Feile. Und wie ich jetzt die Rundung hinbekomme, zeige ich mal noch. Dazu spanne ich das Paddel, das noch nicht fertig ist, hier am Tisch fest. Ich nehme ein Stück Schleifpapier, das eigentlich für einen Tellerschleifer ist, und ziehe das hier derartig rüber. Und hier bekomme ich einen ganz runden Schaft ohne Maschinen, wo dann diese Hülse drauf passt.